Zeit halt neue. Ah. Also, ganz schlimm. Also da hinten, da quer durchs Ding, war in Ordnung, da war nichts los. So. Nee. Vorne. Am Rathaus, alte Brücke oder halt neue gestanden. Ich bin über das Sünderdeich Richtung Messeplatz gefahren. Ja. Und wie ich zurückfahre, bin ich war noch bei Röhre, kannst du das? Und fahr zurück, da stehen die immer noch. Das war eine Stunde später. Ja. Ja, verrückte Welt. Ja, ist einfach so. So wie die Tour Schönemoor Richtung Mehlingen, nur nicht nur Mehlingen nennen, sondern der Weg geht dann rechts am Berg, hinter Berg, rechts ab. Das zeige ich dir dann, also ja, Ortseingang Mehlingen gleich rum und da fahren wir hin Richtung, da ist der Tomatenbauer, ist egal, da brauchst du nicht durchs Kraft durch, verstehst du? Ja. Brauchen wir nicht durch die Ortschaft durch. Die Tour, wo du geschickt hast, wo ich einen neuen Platz gesehen auf dem Handy. War nur mal so Gag. Ja. Müssen wir uns mal Gedanken machen. Weil Meisenheim ist auch ein schönes Ziel, da kann man schön Mittag machen. Wie? Meisenheim. Ja, das ist mir schon klar, ne? Wenn wir grillen und... Nee, ist ja, ja? Irgendwann einmal, Tagestour, wie gesagt. Ja, ist jetzt nichts konkret. Ist mir nur so halt neue Langeweile, weißt du, wie so ist. Ich habe mir schon ein ungutes Menü gegönnt. Oh. War gerade so ein bisschen am Döse. Man muss das ja gemütlich verdauen. So, was mit dem Depp? Der ist doch vorhin erst da unten hingefahren. Ach nee. Halleluja. Nein, nix. Ja, ja, ganz normales Liegefahrrad. Sie treten jetzt einfach nur drin. Ja. Und sie gehen ab wie so Flitzebogen. Jo, wenn wann die Straße so, frei ist, ja. Haben sie also Elektro, oder? Nein. Ne, sie, ganz sie normales treten. Liegefahrrad. Und cool. Sie bewegen sie das versuch, mit dem Arm oder irgendwie? Ja, ja. Also nur so. Ja. Mit den Füßen. Das ist nur zum Lenken. Das ist doch Elektro, oder? Da ist nichts Elektro. Nein! So. Ach hey.
endlich der Stress weg. So, ich melde mich später wieder. Immer die Anstiege, da ist er halt wesentlich schneller. Ja, ein wunderbarer Ausblick hier. Das Wetter ist fantastisch. Der Wind stimmt auch für den Heimweg. Da hat er ein bisschen Rückenwind. Entdecke die Gemütlichkeit, die Ruhe und Gemütlichkeit. Mit dem Wind zu kämpfen, mir macht's nichts. Aber er hat ja dafür auf dem Rückweg dann Rückenwind. So, da vor uns das Berg, das ist der Donnersberg. Die einzelnen Hügel und ganz vorne ist dann der Sendemast drauf. Unsere Erhebung, die höchste Erhebung hier in der Westpfalz. So, ich melde mich dann später nochmal. Schau, sozusagen der Wendepunkt. Ab hier geht es dann wieder nach Hause. Der Kollege wird sich auch freuen, dass er endlich Rückenwind hat. So, mein Freund, wir haben die Wende erreicht. Jetzt kannst du dich vom Rückenwind heimwehen lassen. Bitte? Machst du Späßchen? Wieso? Wieso? Passt doch dann der Wind. Der kam
dann seitlich noch mal in der Kompassnadel. Ah ja, da, ja, von da. Vom Donnersbech, jetzt fahren wir doch vom Donnersbech weg. Haben, da hätte ich den Segeleffekt mitgenommen. Du wolltest kreuzen. Ja, hast du dein Ding hier nicht an? Doch, das geht doch? Mir dann auch, wenn der Auto kommt. Ah, nee, ich habe nämlich kein Licht gesehen. Das hat... Jetzt habe ich vorhin abgeschaltet. Ah, okay. Und so, du Sparer. Das Radar angeht, geht das gute Licht an. Ah, okay. Also so hast du es letztes Mal gesagt. Ja? Und dann? Es geht auf Dauer und es ist ganz so schön. Ach so, okay, gut. Okay, so, jetzt müssen wir gar nicht mehr warten, dann sind wir am Tankstopp. Dann machen wir. Machen wir. Die Leute. Ziel erreicht. Jo. Bleibst du da stehen? Oh, was? Hä? Mensch, geparkt, ja. Das ist mein Parkplatz, was ich jetzt mache. Man ist ja Gewohnheitstier. So, Kamera auf. Vorsicht! Thank you.
Das ist die Schikane. Rechts. So Leute, jetzt wird es gleich langweilig. Wir müssen dann Sembach wieder im Berg hoch. Ich melde mich später nochmal. Ciao. Immer das Problem in der Stadt mit den Ampeln. Ja, dann mach's gut, ne? Biegst du ab? Telefonieren, ne? Alles klar. Ich muss mich jetzt hier noch durch die Stadt kämpfen und dann noch den Berg hoch.
das war's für heute. Jetzt geht's nur noch berghoch. Ciao.